Okay. Was geht ab, YouTube? Wir gucken Pumping Monkey. Huda vs. Sonja Beef. So, ich bin gespannt. Twitch de la Rue TV, erster Link in der Bio. Schaltet ein. Der Winter kommt, der Winter naht. Ich küsse eure Herzen, wir überleben den Winter hier zusammen. Wir gehen rein, Adrelis. Wir gehen rein. Wir gehen rein, Adrelis. Im Gericht haben sie es bekommen, was sie... Warte, wir lassen uns mal wieder nicht spoilern. Spulen mal bis hier vor. Wäre natürlich cool, wenn wir heute noch auf die 3,5 kommen würden. 3,5 ist echt wenig, aber ist okay, Digga. Noch 30 Stück fehlen, das sollten wir eigentlich hinkriegen, Adrelis. Ich küsse eure Herzen. Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ewa, Ladies and Gentlemen, danke, dass ihr neu angeschaltet habt. Ewa, Leute, was geht ab? Sonja, was machen wir? Soundqualität 1A, Bruder. Wir gehen essen. Was? Ding, Chinesisch. Chinesisch. Kung Pao Ramen. Aber schmeckt warm. Liebst du asiatisch? Ja, so. Besser. Von dem Holland Nougat und du fängst dir die Kugeln wie Donnarumma. Ewa. Das ist Pizza oder Hamburger. Stimmt es, dass dein Vater einen Burgerladen hat? Der hatte mal, Leute, ein... Pumping, mein Bruderherz. Nimm dir doch Mikrofone, die man so anstecken kann, mein Bruder. Dann hast du nicht diese Windorgasmus in deinem Ohr, Bruder. Laden, das ist nicht gelaufen und danach ja jetzt kommt der... Ja, weil du keine Werbung machst für deinen Vater, dann läuft er. Aber was, Werbung, Lieferando, die müssen doch alles bezahlen. Lieferando und so, wisst ihr, das gehört doch dazu. Sonst so. Nix, alle locker. Hätte können wir alle kauen. Was willst du? Eine Mutter sein. Was? Wisst ihr warum? Oh, ja, Moment, lacht ich für meine Mutter. Mutter ist das Beste, was auf der Welt gibt. Walla, Mutter ist das Beste, was auf der Welt gibt. Ich lach, weil ich süß finde. Ja. Warum auf einmal immer anders vor Kamera? Warum immer Mutter? Warum nicht Papa oder so? Bist du Mama oder Papa-Kind? Papa-Kind. Walla? Warum? Boah, Digga. Seid ihr Mama oder Papa-Kind? Du billige Hose. Walla, schwer. Schwer, Digga. Also als Kind war ich auf jeden Fall Papa-Kind, Digga. Safe. Als Kind war ich safe Papa-Kind, Digga. Ja, Matt will natürlich beide. Soll jetzt nicht so, wen magst du mehr? Das soll nicht auf diese Art und Weise kommen. Aber erinnerst du dich nicht so als Kind so? Man ist doch so entweder ein Mama-Kind oder Papa-Kind. Verstehst du? Es ist schwer zu sagen. Ich weiß es nicht, Digga. Was ich glaube, in der Regel, also bei mir ist es zum Beispiel, glaube ich, nicht so gewesen. Ich war so Papa-Kind. Aber ich denke, die Jungs sind immer so Mama-Kinder und die Mädels sind immer so Papa-Kinder. Oder? Ey, Omira, du hast einen Schaden. Weißt du, was Omira schreibt? Papa hat Eier, Mama nicht. Ey, Walla, ja, manchmal ich krieg Angst vor euch selber, Digga. Walla, ihr seid hart. Ihr seid hart, Bruder. Ich schwör auf Koran, ihr seid hart, Digga. Heftig. Stimmt mal ab. Ich denke, ich bin schon Papa-Kind als Kind gewesen. Jetzt bin ich so mehr Mama-Kind, weil ich so immer mit meiner Mama bin. Aber so als Kind war ich eher Papa-Kind. Weil, wie, warum? Weißt du es? Mama oder Papa-Kind? Beides alle. Nein, komm, eine. So, normal, ich will von meiner Mutter rauskommen. Mama, auf jeden Fall so. Mama? Auf jeden Fall. Mama oder Papa-Kind? Alle, ich bin auf jeden Fall von meiner Mutter rausgekommen. Darum Mama, Digga. Stabil, Digga. Lord Bender, Dankeschön für 8 Monate. Und meine Tochter ist, kann man noch nicht sagen so. Aber ich denke, sie ist sehr anhänglich an mir, aber es ist schwer. Sie braucht die Mama sehr, aber wenn sie mich sieht, dreht sie durch. So, es ist schwer zu sagen. Normal! Guck deinem Vater auch manchmal deine Streams. Boah, ich hätte fast einen Ehrenlosen gebracht, Digga. Ich glaub nicht. Gericht, Leute. Ey, ihr kennt es. Wer mich kennt, kennt es. Wenn auch schmeckt. Das schmeckt geil, krank. Warten wir kurz.
Guck mal, hier gibt's Dings Karte. Oh, Leute, wo steht... Warte, wo steht das? Tom Palas. Erzählen Sie mal Ihr Gericht. Ihr Gericht, haben Sie es bekommen, was Sie wollten? Das ja, 9. November, ja, Leute. Ich meinte dein Essen. Störst du dich an übermäßigen... Oh mein Gott. Er sagt, Ihr Gericht, haben Sie es bekommen. Die denkt einfach Gericht wegen Gericht von Anwalt, Staatsanwaltschaft. Schwitzen. Hast dein Gericht bekommen? Ja, 9. November. Dann gehörst du zu einer von 10 Personen weltweit. Gericht. Bootsbach, Erwachsenenvollzug. Hamdulillah. Mutter ist im Knast heute zu Besuch. Ah, Gericht, mein Essensgericht. Ja, die sagt 9. November. Nein, weil das sind Thailänder und das, was ich bestelle, ist Ding. Ist, Leute, das ist Ding. Was ist das? Asiatisch. Ja. Asiatisch. Allahu Akbar. Und da, wo wir essen... Ist asiatisch. Nein, vietnamesisch. Ja, es gibt 3 kontinentmäßig. Allahu Akbar. Eins davon ist mein Gericht. Die Drecksau! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Und wie heißt es nochmal? Bruder, Walla mein Gehirn. Phantom, Walla mein Gehirn. Walla, mein Gehirn. Ai. Es gibt 3 Kontinente. Kung Pao. Sind das Kontinente? Hab ich recht, gell? Ja. Asien und Thailand. Sind das Kontinente? Weißt du, was sie da aufzählen? Vietnamesisch, Asien, Thailand. Das sind doch 3 verschiedene. Nee, Thailand ist ein Land. Ja, und Asien ist eine Stadt. Thailand, Asien und so alles. Ist das ein Kontinent oder ein Land? Nein, das ist ein Land. Asien ist ein Land, oder nicht? Asien. Thailand. Ja, doch, Kontinent. Keine Ahnung, alle. Denkt ihr, ich bin hier, hab studiert, hab Gymnasium gemacht. Durch die Tür. Paul. Bruder, was passiert da, Bruder? Oh Mann. Was ist das? Warte. Auf Ernst, Pumping, du musst so ein Interview mit denen machen, auf Ernst, Quizshow. Auf Ernst, die können 1000 Euro gewinnen, damit die sich richtig Mühe geben. Und dann stellst du denen so Fragen, wie viele Bundesländer hat Deutschland und oder ist, wo liegt Kanada oder sowas. Und du stellst denen ernsthaft so Fragen, aber mit 1000 Euro, dass sie das gewinnen, wenn die 10 Fragen, die werden eh keine 10 Fragen richtig, aber das wird todeslustig sein. Das ist auch Kung Pao, aber... Weil dann kennt ihr das, wenn jemand sich so richtig anstrengt, so, du stellst ihnen eine Frage... Zum Beispiel, wie lange bist du schon in Deutschland? Und er sagt 3.30 Uhr, aber der hat sich so richtig angestrengt. Und dieser anstrengende Blick will ich sehen. Das bringt mich immer zum Lachen. Denke. Andere Art und Weise. Was meinst du denn da? Nein, es ist 38, ich meine es ist 41. Ein bisschen scharf. Danke. Ey, was ist diese schwarze Eselin? Probier mal. Nein. Wallah, das ist so, das Fisch. Das knackst so geil. Ja, hier knackst selber dran. Was? Merkst selber dran. Wie ging es nochmal? Das eine Clip da, wie heißt du? Eine sagt Albaner. Oder wie ging es nochmal? Weil ich hab vergessen, es war auch todeslustig. Oder einer hat den anderen gefragt, wie viele Einwohner hat Deutschland? Und er hat dann irgendwas gesagt. Ich weiß es nicht mehr, Digga. Schmack sowas. Ach so, ja. Wie viel Einwohner hat Deutschland? Der sagt 2 Jahre, Digga. Beste Mann, Digga. Busy Reis. Gesundheit. Mit Erdnuss und Hähnchen. Baba. Beste Mann, Digga. Schmeckt Baba. Ja, Mann. Wallah. Mhm. Ist gut? Ja. Oh, Mann. Oder dieser Sound, der triggert mich so hart. Pumping, du verdienst 100.000 im Monat. Cousin, diese Ansteckmikrofone kosten 20 Euro. Was hast du zurzeit für Probleme? Ich hab gar keine Probleme. Du hast doch Probleme. Jeder hat Probleme. Ich meine mit deinem Magen. Ich hab ein bisschen Bauchschmerzen, Leute.
Halt deine. Der redet mir hier. Nicht jeder muss wissen, was ich in meinem Bauch habe. Das ist doch nicht schlimm. Ja, ein bisschen Bauchschmerzen, wie jeder zweite Mensch. Wie jeder dritte. Oder vierte, fünfte, sechste Mensch, das ist ein normales Nein, Mensch. Nein, jeder dritte. Es regnet, Leute. Ich liebe Regen, aber wenn ich in mein Bett lege und es mir angucken kann. Aber jetzt gerade, ich habe nicht meine richtige Winterjacke mit einer Kapuze. Kennt ihr diesen Sturm von letztes Jahr? Die ist doch Sabine oder so. Und wie heißt die heute? Was? Sag mal, erklär mal Sonja. Was soll ich erklären? Ja, es gab mal vor einem Jahr oder diesem Jahr gab es einen Sturm, die ist Sabine. Und wie heißt sie? Wie heißt Wind heute? Sabine. Nein, das ist letztes Jahr. Schachachalia, keine Ahnung. Wie? Schachachalia. Ich glaube, die Einzige, die Auge auf diese Mütze macht, ist Huda. Auf jeden Fall, Leute, ich gehe da rein, zack, ich nehme so locker. Weil wir waren genau neben der Tür, wo wir rausgingen. Ich nehme einfach mit, zack. Nein, ich hab's gezahlt. Ich hab's gezahlt. Oder? Tornado! Hilfe! Hilfe! Ey, mir ist so kalt. Ey, meine Beine sind kalt, aber mein... Also innerlich, also das oben nicht. Checkt ihr das? Nein. Also oben, ab hier ist es nicht mehr kalt. Bruder, Wala, du kannst mir nicht... Guck mal, Chat. Wala, lass mal kurz Real Talk reden. Legt eure Hand auf Herz, damit ihr wisst Real Talk. Bruder, jemand sagt zu euch... Asien ist ein Stadt oder ein Land. Jemand sagt zu euch, es gibt drei Kontinente. Einmal Vietnam, einmal Thailand und einmal Asien. Bruder, willst du mir sagen, diese Person kommt im normalen Leben zurecht? Walla, ich kann mir vorstellen, beim Kacken, Sonja vergisst die Hose auszuziehen. Die sitzt auf Toilette mit Jeans, mit Gürtel ist zu noch und kackt einfach. Und danach erst so nachdem sie im Bus sitzt zur Arbeit, die merkt, ah boah, ich hab in meine Hose gekackt. Walla, ich kann mir das richtig gut vorstellen, Digga, ich sag euch ehrlich. Definier mal das mehr. Das fickt mein Gehirn. Keine Ahnung, Alter. Würdest du lieber deinen Körper definieren oder auf Masse gehen? Was heißt das? Masse, Menge, Digga. Und definieren? Definition. Ja, definiere mir, was du damit meinst, dass du untenrum mehr frierst. Normal. Schämst du dich nicht? Und jetzt willst du meine Kamera anfassen? Alle, sei der Beste am Anblick. Mo! 2612, Dankeschön für 3 Monate, Cousin! Geh mal Ding, Alter, der hält sein Ding, Alter, und danach fässt er mich an. Was denkst du, bist du am Egal. Ich? Ja, du. Ich bin schon groß und viel. Egal. Nein, ich stell mir gerade vor. Hast du gehört, was er gesagt hat? Was? Dein Bett ist groß. Hä? Ist doch wahr. Woher kennst du ihr Bett? Ja, komm, hau raus, Walla. Mach noch hier diese Ding. Ja, was soll ich dazu sagen? Sie in Schutz nehmen? Das stimmt doch gar nicht, das weiß doch jeder. Geh doch. Soll ich gehen? Wohin? Soll ich gehen? Wohin? Beweg mal deine zwei, drei Beine. Der gibt gerade Ding, Apparat, sein Vater, Alter. Oh, dankeschön für den verschenkten, Bruder. Na, ist nur Sportzigarette, Alter. Ich mach euch keine Sorgen. Vielleicht machen sie extra auf dumm. Bruder, ich wünschte es mir. Ich sag dir ehrlich. Ich wünschte es mir, Bruder. Oder was denkt ihr? Seid mal ehrlich zu euch selbst. Denkt ihr, die machen es extra? Denkt ihr, die machen extra so auf dumm? Oder die sind es einfach? Also, in Frankfurt gibt's zwei Sätze. Das müsst ihr euch merken. Einmal gibt's... Hol mal Dose. Was? Gib mal Hotspot, Alter. So, jetzt wisst ihr. So? Nein, ich hab selber. Sie weiß sogar. Ey, Huda, komm her. Ja. Was kostet Sonjas Mütze? Du hast dieselbe. Das kostet 40er oder 50. Siehst du, 39. Ja. 40er, ja. Ja. Ich hab doch letztens 2 geholt bei dir. Hä, Pimmel?
Ich habe limitiert auf 1, deswegen kostet die Furi. Nein, aber die weiße kostet 59 Euro. Gut. Die weiße Kappe. Normal. Wenn du dich entscheiden würdest, Brötchen oder Toastbrot? Toastbrot. Warum? Ja, viel besser. Du machst einen Toast, dann kommt warm raus. Du hast ein Brötchen. Okay, was wenn ich von Bäcker... Bruder, guck mal, genau dieser Vergleich. Was ist besser, Toastbrot oder Brötchen? Sie sagt Toastbrot, weil du machst einen Toaster und es kommt warm raus. Ja, nee, als ob diese Brötchen, als ob du lecken musst, als ob es Eis wäre, Cousin. Walla, du gehst Eisdiele, 2 Brötchen bitte in Waffel. 3 frische Brötchen. Ja, so geht das. Fit. Na, also, was jetzt? Ja, okay, Brötchen. Brötchen oder Toastbrot? Dann Pumping erklärt sie so, sie sagt, ja, okay, dann Brötchen. Uramia, Digga, dankeschön für 100 Witz, Digga. Toast auf jeden Fall. Warum auch Toast? Leute, diese Toast, das fällt alles auf Boden, diese Krümel, Alter. Ja, Toast. Wisst ihr, ich mein? Toast ist wahr. Warum? Weil es einfach so ist. Was fällt auf den Boden jetzt, Toast oder Brötchen? Brötchen, diese Krümel. Aber wenn du hast Toast gesagt. Ja, dann andersrum. Warum Toast? Leute, Toast oder nicht, seid mal ehrlich, Alter. Okay, wenn ihr Bäckerei okay, seid, ich feiere Toast auch mehr, aber wenn jetzt gerade Brötchen frisch aus dem Dings, ich kann nicht mehr reden. Wenn Brötchen neu rauskommen, neu rauskommen. Nichts Geileres. Safi, heute 23.59 Uhr, Release vom Brötchen, der Bruder. Allein dieser Geruch, das kann ein Toastbrot ja, nicht bringen. Ja, denkt ihr, ich habe neben mir eine Bäckerei, denkt ihr, meine Mutter geht und holt jeden Tag 10 frische Brötchen von der Bäckerei. Warum, du kannst doch selber holen, hast doch 2 gesunde Arme und Beine. Sehe ich so aus, Alter. Ja, schon. Nein, Walla nicht. Toast, pap, 5 Minuten Basis auf Schnelle, wisst ihr, ich meine. Ohne viel Kopfschmerzen. Denkt, ich gehe ungeschminkt Bäckerei. Du kannst auch Toast, du kannst auch Brötchen kaufen. Und sie in den Ofen ja, stecken. Dann mach du das, schmack. Sonne, der, die oder das Auto? Das Auto. Ja, wie kann ich dir weiterhelfen? Der, die oder das Fahrrad? Das Fahrrad? Hä? Was für eine dumme Frage. Okay, buchstabier mal Haus. H-A-U-S. Buchstabier mal Maus. Mach doch mal. M-S-O-I. Buchstabier mal Xylophon. Auf was hättet ihr jetzt mehr Lust? Auf, dass wir Bowling spielen gehen? Oder wir Book of Rush spielen? Also Automat. Schön hochdrücken, 140. Automat, oder? What do you say to this man? What do you say to this man? Sag lang. Bleib mal ruhig jetzt. Sag mal, dreh mal die What Kamera. Do you say to sag mal, dreh mal die Kamera. Hinter Kamera musst du nicht reden, Alter. Auf jeden Fall, Leute, wollte ich sagen, dass das ist unsere... Walla, wie Rilla, Bruder, dieser Modus. Walla, wenn alle deine Jungs Rilla sind, die kommen einfach so in dein Gesicht und reden so, Bruder. Frankfurt. Das ist unser Frankfurt. Richtig. Jede ist besoffen. Die kommen hier überall. Deswegen, wir finden unsere behinderte Leute. Ja. Also hier ist einer. Egal, wo wir gehen, wir finden. Aber so sieht's aus, mein Freund. Ich küsse eure Herzen. Der kommt von dieser Stadt, wo Sonja kommt. Die passen zusammen. Weil die sind asozial. Diese Stadt, wo der kommt. Auf jeden Fall, Leute. Ihr sitzt zu Hause, macht ihr Essen, guckt unsere Video und sagt asozial. Sieht, die reden unter uns und vor unserer Kamera. Die wollen Fame werden. Die kommen unsere Kamera. Nächster Tag, die rufen an. Bitte schneid mich raus. War 100%, dass alle waren. Bei uns ist nicht Hallo? So. Hallo? Weil wir sind die, du weißt, ich bin so ein Mensch, ich guck und sage ich dir, wie sind die? Spaß beiseite, ey, guck mal, wir machen ganz viel Spaß. Mit mir keiner kann ich Spaß. Lass mich alle, Ellere weg. Ellere weg! Ellere weg! Guck, bisschen you can speak Deutsch? Noch ein bisschen nach. Ist Frankfurt. Frankfurt. Wir finden diese Leute. Wir haben gefunden, vor ein Jahr, 2 kleine Chichis, diese 2 Mädchen, meine ich, Bruder und Sonja. Die waren auch voll besoffen. Wenn ich erzähle, ich bin auch ein Mensch. Ich bin auch ein Mensch. Wo ihre Klamotten und sowas, die sind gekommen mit Dose. Sie hat geredet. Baba Luke, Seite auf Null. Ich habe gesagt, du musst auch Baba sein. Vernünftig sein. Das sein. Aber ein Jahr, wir haben versucht, dass sie in eine gute Richtung bringen. Kommt nicht, weil ich hier Frankfurt.
Pass auf, eure Kinder. Kommt hier 15-jährige Mädchen oder Jungs, 14-jährige, die trinken die ganze Zeit hier Franco, die kiffen. Ich bin gegen diese Sache. Und am Ende, wir bekommen von euch, also ich meine, die Leute schreiben schlechte Kommentare, aber trotzdem, wir, ich und Vati, wir sagen, ich sage persönlich, ich liebe euch und ich küsse eure Herzen. Wir benehmen uns, also wir wissen, was machen wir. Dieselbe, wir haben versucht, wir haben so viele geholfen. Nur auf Rille Real Talk, beste Real Talk.